In diesem Video haben wir das LoopDeck Live, eine Multifunktions-Shortcut-Konsole, könnte man es zum Beispiel nennen. Sehr flexibel einsetzbar, das teste nicht nur heute ich, sondern einer oder eine unter euch wird genauso die Möglichkeit haben. Mehr dazu dann am Ende des Videos. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem LoopDeck Live, mit der Vorstellung, was ihr damit alles so machen könnt. Das LoopDeck Live kommt in einer ziemlich kompakten Verpackung zu euch. Drin ist neben dem offensichtlichen LoopDeck Live und einer Schnellstartanleitung noch ein USB-Typ-C auf Typ-C-Kabel und natürlich für die unter euch, die noch keinen USB-Type-C-Anschluss am PC oder Notebook haben oder vielleicht zumindest nicht frei zugänglich nach vorne, noch ein USB-Typ-C auf USB-Typ-A-Adapter. Sowie, ihr könnt ihn jetzt hier auch schon mal montiert sehen, noch ein kleiner Plastik-Fuß einfach dran, um es dann, finde ich zumindest, ein bisschen ergonomischer, so angewinkelt auf den Tisch stellen zu können. Das war es dann auch schon, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, viel mehr braucht man wahrscheinlich auch nicht. Es gibt von LoopDeck noch kostenpflichtig dazu oder auch in dem einen oder anderen Bundle noch ein kleines Travel Case, obwohl ich sagen muss, man kann es eigentlich auch so irgendwie in den Rucksack reinstecken. Aber ist eh die Frage, wie mobil ihr damit arbeiten wollt, kommt einfach vielleicht auch immer ein bisschen auf den Anwendungszweck drauf an. Ich habe eigentlich schon erwähnt, es ist so eine Multifunktionskonsole, die unter euch die LoopDeck schon kennen, höchstwahrscheinlich vom originalen LoopDeck oder LoopDeck Plus. Das ist ja eine Konsole vor allem für Foto- und Videobearbeitung, die allerdings sind doch sehr fix belegt. Das heißt, dann aufgedruckt zum Beispiel am jeweiligen Drehregler, okay, der Drehregler ist jetzt für die Belichtung, der ist für die Spitzen, der ist für die Tiefen, der ist für den Weißabgleich, Tint, was auch immer gedacht. Vorteil, ihr habt einen sehr direkten Zugriff. Nachteil daran, es ist natürlich sehr groß, weil ihr einfach sehr viele Regler braucht. Beide Konzepte haben einfach ihre Vor- und Nachteile und auch die einen sagen, ich habe eher lieber das, die anderen eher das. Hier seht ihr, ihr habt insgesamt nur 6 Regler. Und in der Mitte ein Display oder eigentlich mehrere kleine OLED-Displays hier nebeneinander verteilt, die sich dann entsprechend ändern können. Das heißt, je nachdem, in welchem Menü ihr drin seid, zeigen denn die verschiedenen Buttons was anders an und ihr habt eine andere Beschriftung für die jeweiligen Drehregler. Das heißt, ihr könnt mit deutlich weniger Bedienelementen mindestens genauso viel machen, denn, wie ich euch auch gleich zeigen werde, die Möglichkeiten, hier was dran einzustellen, sind ziemlich umfangreich und ihr könnt auch eigene Profile für eigene Programme anlegen, wenn noch gar keine verfügbar sind. Das heißt, egal welches Programm oder fast egal welches Programm, wenn das irgendwie mit Tastenkombinationen arbeiten kann, kann man hiermit schon was machen. Ihr könntet auch einfach eigene Makros anlegen und. Also ihr merkt sehr viele Möglichkeiten. Jetzt mal ein kleiner Praxistest, vor allem mit Capture One. Das ist das Fotobearbeitungsprogramm, das ich primär nutze. Und was ihr dann noch alles nutzen könnt, dazu denn danach noch ein bisschen. Dann werfen wir erstmal einen Überblick oder einen kurzen Blick auf die dazugehörige Software, ganz neu jetzt in Version 5.0. Für die Leute, die schon früher mit LoopDeck gearbeitet haben, hat sich vielleicht ein bisschen was geändert, aber die Grundzüge der Software sind eigentlich recht ähnlich. Nur vielleicht die Bedienung ist jetzt ein bisschen klarer geworden, insbesondere mit dem LoopDeck Live und LoopDeck CT. Das sind ja die mit dem, ich sage mal, interaktiven Display, das sich ändern kann. Das klassische LoopDeck oder LoopDeck Plus haben ja nur feste Bedienelemente, so wie die hier unten zum Beispiel, die nicht so ohne weiteres ihre Funktionen ändern können. Ihr seht hier erstmal den Homescreen. Ich kann zum Beispiel jetzt einfach mal Windows sperren. Mache ich jetzt für die Aufnahme nicht. Ein paar Dinge wie Stoppuhr und so weiter und so fort. Und hier unten dann habt ihr die Möglichkeit zwischen, ja, ich sag mal, verschiedenen Workspaces, nennt LoopDeck das, zu wechseln. Also das sind so die, ja, sagen wir, Haupteinstellmöglichkeiten, die ihr habt, wo
wo ihr dann einfach durchwechseln könnt. Später, wenn wir zum Beispiel bei der Fotobearbeitung sind, hat man dann meinetwegen Sachen erstmal wie Sachen bewerten, Fotos bewerten und so weiter und so fort. Also das heißt, die Workspaces, damit das für euch vielleicht verständlich sind, sind wirklich Gruppierung verschiedener Arbeitsschritte, die ihr machen könnt. So kann man es vielleicht ganz gut fassen. Hier hättet ihr einmal euer Home-Menü, Startmenü, zu dem ihr zurückkommt, dann könnt ihr die belegen. Ihr könnt statt Workspaces aber auch andere Funktionen draufpacken, wie Copy-Paste meinetwegen. Ihr seht dann hier, Workspaces in grün, andere Funktionen sind in so ein Violett. Ich hoffe, die Farbe kommt drüber. Bei mir sah es in der Kamera eher bläulich aus. Und wenn sie nicht belegt sind, dann ist einfach die LED im Hintergrund nicht an. Was ihr machen könnt, seht ihr auch relativ einfach. Hier zum Beispiel könnt ihr Programme drauflegen. Ich habe zum Beispiel auch meinen eigenen Browser Opera hier drauf gepackt. Dafür gab es kein Standardprofil. Chrome oder Firefox wurden aber zum Beispiel erkannt. Und ihr könnt auch eigene Workspaces anlegen. Hier zum Beispiel für Philips Hue. Damit kann ich dann hier in meinem Zimmer zum Beispiel verschiedene Sachen anmachen, das Licht im Zimmer anmachen, ausmachen und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch auch eigene Workspaces anlegen für Spotify, für Twitch, für was auch immer. Ihr könnt euch da also wirklich kreativ komplett austoben. Aber es soll ja hier eher um den kreativen Aspekt gehen. Also starten wir einmal Capture One. Und ihr seht schon, ich starte das Programm nur, ja, seht es auch sofort hier. In dem Moment switcht das Loopdeck Live auch automatisch auf die zugehörige Anwendung um. Ihr könnt es auch abstellen, wenn ihr mit mehreren Programmen arbeitet, aber die Standeinstellung ist eigentlich ziemlich sinnvoll. Das heißt, das Programm, das im Fokus ist, das kann ja zum Beispiel auch sein, ihr arbeitet einmal mit einem Fotobearbeitungsprogramm, einmal mit einem Videoschnittprogramm und sobald ihr mit der Maus in das entsprechende Programm wechselt, switcht Loopdeck automatisch rüber in die entsprechende Software, mit der ihr dann arbeiten wollt. Capture One, muss man dazu sagen, ist halt das Programm, das ich eigentlich nur nutze zum Fotobearbeiten. Wird sowohl von Capture One wird Loopdeck so rudimentär unterstützt. Andersrum ist es eigentlich ganz gut. Aber man muss sagen, es gibt ein paar Einschränkungen, die betreffen jetzt aber auch wirklich nur Capture One. Das liegt dann aber eher an Capture One als an Loopdeck, so muss man es vielleicht fassen. Wie ich schon meinte, hier eure Workspaces, die ihr habt, sind ein bisschen sortiert, so wie ich es eigentlich auch ganz sinnvoll finde. Also hier im ersten Tab drin kann man zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt das Bild bewerten mit 2, 3, 4, 5 Sternen. Ihr seht, in der Software wird das auch sofort übernommen oder ich mache das Rating weg. Ihr seht jetzt beim Bewerten, wie sieht es denn aus mit Farben? Wenn hier auf dem Workspace nicht genug Platz ist, könnt ihr auch immer rüber swipen. Sollte es dann weitere Funktionen geben und dann könnt ihr eben dahin gehen. Also auch das nochmal eine ganz schöne Sache. Und hier seht ihr auch schon so die ersten, sagen wir mal, Grundeinstellungen beim Bild. Das kann ja mal sein, dass irgendwie die Metadaten von der Kamera nicht richtig waren, wenn ich sage, ja, das war aber eigentlich Hochkant oder Breitbild oder was auch immer. Und dann kann ich das hier mitmachen. Zweiter Punkt, das hier sind so die, ja, ich sag mal, wichtigsten Dinge, die ihr überhaupt habt, die ihr einstellt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, ich will den Weißabgleich verstellen, dann seht ihr, ja, könnt ihr das hier mitmachen. In dem Fall seht ihr auch hier, plus minus 50 steht da drin, also plus minus 50 Kelvin kann man jetzt den Regler drehen. Ihr seht hier oben auch 1 von 2, das heißt, hier gibt es noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, zum Beispiel hier rumzuwechseln. Jetzt habt ihr hier zum Beispiel Tint drin, also diese Rot-Grün-Verschiebung, die ich damit ändern kann. Helligkeit, Sättigung, Weiß- und Schwarzwerte. Ich gehe nochmal zurück. Ihr seht ja auch hier zum Beispiel einfach nur die Helligkeit, die man dann ändert. Und ihr seht auch, dass Capture One ins richtige Menü wechselt. Allerdings hängt das denn ein bisschen davon ab, ob ihr mit den Standardeinstellungen in Capture One arbeitet, also mit dem standardmäßigen Menü, das ihr habt mit den verschiedenen Tabs, oder ob euch das selber belegt. Solltet ihr das selber machen, ich gehe nochmal schnell in die Software rein und sind hier jetzt bei Capture One. Sobald ihr das hier drin habt, wird das auch eigentlich verknüpft. Das heißt, wenn ich hier jetzt durchwechsle, seht ihr, das wird auch in der Software in den entsprechenden Menü. Also ihr könnt dann quasi live arbeiten. Und wir waren jetzt ja gerade hier drin bei White Balance. Ich meinte, es geht ins richtige Menü rüber. Ihr seht hier dann optionale Aktionen, bevor denn das eigentlich ausgeführt wird, steht hier Tooltap 3, also es geht in den dritten Tab rüber. Ist ja auch richtig, hier stand bei mir zum Beispiel Tooltap 5 drin und wenn ihr das denn ändern wollt, dann zieht ihr euch hier Tooltap 5 zum Beispiel rein oder eben Tooltap 3, drückt einmal auf Speichern und dann war's das. Also wie gesagt, das ist eine Einschränkung von Capture One, nicht jetzt vom Loopdeck, aber ihr könnt es euch anpassen. Solltet ihr jetzt hier also das nicht im Tooltap 3, 4, 5, was auch immer drin haben,
könntet ihr euch das einfach umprogrammieren, wie ihr das wollt. Müsst ihr denn leider nur für jeden Drehregler vor allem einzeln machen. Aber ich sage mal, das sind vielleicht 10, 20 Einstellungen, die ihr ändern müsstet. Müsst ihr einfach gucken. Aber wie auch schon gesagt, wenn ihr mit den Standardeinstellungen von Capture One arbeitet, ist das soweit kein Problem. Ich gehe jetzt hier nicht durch alle Möglichkeiten durch. Ihr seht ja selber ein bisschen, was ihr machen könnt. Varianten, Klonen anlegen und so weiter, mit Presets arbeiten, mit Layern arbeiten. Und wie ich ja schon meinte, es ist von der Reihenfolge ganz gut gemacht. Beim letzten Tab geht es nämlich um Exportieren. Da könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen sagen, was ihr machen wollt. Aber es ist so gesehen eigentlich schon richtig schön gemacht. Ich drücke jetzt einfach mal auf den Export, geht halt der Export-Dialog auf. Also das ist an und für sich eine schöne Geschichte. Ihr könnt auch hier nochmal sagen, ich möchte dann zum Beispiel nur alles mit, meinetwegen bewerten wir das Bild jetzt mal mit 3 Sternen. Und könnt ihr sagen, alles mit 3 Sterne ist jetzt halt nur in dem Fall das eine Bild. Würde dann Select All nehmen und dann auf Exporten würden halt alle Bilder mit 3 Sternen exportieren. Also ihr seht, ihr könnt hierüber schon wirklich fix arbeiten. Es macht auf jeden Fall Spaß und ist jetzt kein so großer Unterschied zum normalen Loop Deck, was jetzt den Foto- oder Videobearbeitungsbetrieb angeht. Aber natürlich ultra flexibel, da ihr einfach für jede Anwendung euch das sehr intuitiv selbst belegen könnt und durch die Displays einfach immer schön sehen könnt, okay, alles klar, ich bin jetzt im Menü XY drin und die Taste macht jetzt genau das oder das Drehrad macht jetzt genau das, was ich möchte. Also das hat schon irgendwie seine Vorzüge zum normalen Loop Deck, wie ich zumindest finde. Und wie gesagt, für sehr, sehr viele Programme nutzbar. Dazu vielleicht auch nochmal ein ganz kleiner Tipp. Wenn ihr hier in Profile reingeht, könnt ihr hier weitere Anwendungsprofile finden. Und da geht dann einfach die Seite von Loop Deck auf. Und ihr findet hier dann auch noch jede Menge anderer Profile für andere Programme. Wie gut die dann immer funktionieren, müsst ihr für euch einfach schauen. Ich habe mir dann selber mal hier einfach ein paar installiert, zum Beispiel für Vegas Pro, das ich für einen Videoschnitt nutze. Oder da ich auch sehr viel in Zoom bin für irgendwelche Meetings. Auch das einfach mal ausprobieren, ob es vielleicht für euch irgendwas bringt. Aber auch da Shortcuts zu haben, kann manchmal gar nicht schaden. Ich kann es euch auch mal zeigen. Wenn ihr hier reingeht, ist das zum Beispiel einfach grob unterteilt nach, wie sagt man, Meeting und Host. Also seid ihr jetzt eher Veranstalter oder seid ihr eher Teilnehmer? Oder nehmt ihr, also ist natürlich dann eigentlich beide Funktionen, aber als Host braucht man natürlich vielleicht noch ein paar andere Sachen. Also auch da schöne Geschichten, immer mehr Möglichkeiten und wenn ihr eben wollt, legt euch einfach ein komplett eigenes Profil an für eine eigene Software und könnt dann primär über Shortcuts arbeiten. Also das heißt einfach Tastenkombinationen und die könnt ihr dann eben hier aufs Loop Deck laden. Ihr könnt euch auch hier eigene Buttons hochladen oder ich sag mal eigene Symbole, wenn ihr wollt. Also wer will oder wer vielleicht auch eine eigene Software hat und als Service das anbieten möchte, kann sich wirklich austoben und dann über das Loop Deck Live oder CT auch noch ein kleines Gimmick anbieten. Ich habe euch jetzt Capture One gezeigt und wie man vielleicht auch mit einer Philips Hue Integration ein bisschen Spielerei machen kann oder so auch so ein bisschen als Smart Home Steuerung zweckentfremden. Alles ganz schön, ganz nett, aber es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten und wie der Name Loop Deck Live schon so ein bisschen vermuten lässt, kann man damit zum Beispiel auch Livestreaming steuern. Ganz genau, OBS Studio wird unter anderem unterstützt, im Foto-Video-Bearbeitungsbereich sehr viele Programme von Adobe, das heißt zum Beispiel Photoshop, Lightroom, Audition, Premiere, von Apple, Final Cut und. Also es gibt wirklich eine riesen Liste an Programmen, mit denen ihr da arbeiten könnt. Spotify, wenn ihr einfach ein bisschen mehr Medienkonsum habt. Also ihr seht, es gäbe da noch viel mehr vorzustellen und viel mehr zu testen. Und da dachten wir uns, das heißt Loop Deck und meine Wenigkeit, warum machen wir nicht einfach mal wieder einen schönen Lesertest draus oder Leserinnentest, je nachdem, wer sich denn bewirbt und die Möglichkeit bekommt. Das heißt nämlich, ihr könnt euch wieder bewerben. Die Webseite seht ihr schon so hinter mir unscharf auf dem Monitor. Wer will, findet natürlich den Link jetzt auch in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung drin. Da geht ihr einmal hin, füllt wieder die paar Angaben aus, die wir haben wollen. Dann heißt es Daumen drücken und nach Teilnahmeschluss melden wir uns hoffentlich sehr zeitnah bei euch und sagen euch denn, ob es für euch geklappt hat. Dann bekommt ihr ein weiteres Loop Deck Live. Keine Angst, nicht das von mir, sondern wirklich ein ganz neues, noch nicht angegrabbeltes. Und könnt dann eigentlich auch schon loslegen mit eurem Test. Im Bewerbungsformular wollen wir natürlich dann wissen, mit welcher Software oder vielleicht auch mehreren Programmen wollt ihr das Ganze testen. Mal demonstrieren, wie das für euch in euren Arbeitsalltag funktioniert oder sich integrieren lässt. Dementsprechend nur mein Aufruf, wenn ihr wollt, bewerbt euch gerne. Link, wie gesagt, Infocard unten in der Videobeschreibung drin. Viel Glück von meiner Seite aus und dann sehen wir uns im nächsten Video.